Du hast dich erfolgreich verändert, aber jetzt geht's um alles. Wir sind in Phase 5 des 6-Phasen-Modells der Veränderung von Prohaska. Und jetzt die Frage, wie können wir etwas, was wir schon 3 bis 6 Monate machen, also zum Beispiel hast du aufgehört zu rauchen seit 6 Monaten, und wie kannst du jetzt sicherstellen, dass du in 1, 2, 3, 4 Jahren nicht wieder anfängst, weil das passiert ganz, ganz vielen. Und nicht nur beim Rauchen, sondern bei jedem Veränderungsanliegen. Heute erfährst du Tricks und Tipps, wie du da wirklich nachhaltig und ganzheitlich dich verändern kannst. Die Psychologie der Selbstbeeinflussung. Impulse für deine innere Freiheit. Von dem Psychologen und NLP-Lehrtrainer Marian Zefferer. Ja, in Folge 224 hast du ja den Überblick bekommen über diese 6 Phasen, und jetzt sind wir praktisch in der letzten Phase. Wenn wir diese Phase geschafft haben, sind wir in der Phase 6, und die Phase 6 zeichnet sich dadurch aus, dass du dich wirklich verändert hast. Und was heißt wirklich verändert? Das heißt, dass du nicht mehr verführbar bist. Also, ich gebe dir 2 Beispiele. Wenn ein Ex-Alkoholiker, ja, oder sagen wir mal Ex-Raucher aufgehört hat zu rauchen, längere Zeit, meinetwegen vor 1, 2 Jahren, und dann lernen die attraktive Traumfrau kennen, die ist perfekt, genau so, wie sie es immer vorgestellt hat, und sie raucht, und es sieht auch mega sexy aus, wie sie raucht, und sie lädt ihn ein, mit ihm zu rauchen, und er sagt ganz freundlich, nee, ich bin nicht Raucher. Und das stört ihn auch überhaupt nicht. Ja. Er lehnt einfach ab und genießt den Abend. Das meinen wir mit nicht verführbar. Das heißt, selbst wenn Umstände dann kämen, wo wir zu dem alten, negativen, destruktiven Verhalten eingeladen werden, werden wir nicht getriggert. Bei Alkoholikern, das ist sehr umstritten, also gerade in unserem Bereich, das darf man fast gar nicht sagen. Aber ich sage es nicht. Ja. Aber nehmen wir an, ich hätte Folgendes gesagt, was ich niemals sagen würde. Also es gibt Alkoholiker, die wirklich schwere Alkoholiker waren, viel getrunken haben, die dann aufgehört haben. Und die danach Alkohol trinken. Dann sagst du, was jetzt, wie jetzt, wo jetzt? Also entweder man trinkt oder nicht, also das Schwarz-Weiß-Prinzip, also einer, also nichts oder alles. Nee, tatsächlich, es gibt Leute, die halt einfach einmal die Woche ein Glas Wein trinken ohne Probleme. Und das ist seltener, aber es ist möglich. Also das heißt, allein, dass es Fälle gibt, zeigt ja, dass es möglich ist. Und das ist aber nicht so, also auch rein juristisch und von vielen Aspekten darf das nicht das Ziel sein, bei vielen Suchterkrankungen. Also entweder alles oder nichts. Also jetzt im deutschsprachigen Raum, in anderen Kliniken im Ausland geht das schon. Ja, davor wurde Prohaska auch angegriffen, im Sinne von, was behauptet er da so, was geht der, also bei manchen Veränderungen, also bei Rauchen schon, okay, ja, aber bei Alkohol nicht so in die Richtung. Ja, da gibt es jetzt zwar keinen Befund, keinen neurologischen, der das irgendwie argumentiert, aber es ist halt die Erfahrung, ja, die alte Erfahrung, die man halt oft hat, und dann ist die Idee, jetzt habe ich es 10-mal erlebt, also wird es auch immer so sein, ist auch irgendwie verständlich. Ich sehe das ganz wie Prohaska das ursprünglich gesehen hat auch, also ja, diese Veränderung ist möglich, das heißt, wenn du wirklich durch bist mit der Veränderung, ja, kann die Verführung kommen, wie sie will. Ja? Und wie gesagt, das heißt ja nicht, dass du dann zum Beispiel, wenn du Zucker reduzieren willst, dass Veränderung nie wieder Zucker isst, sondern es kann einfach sein, dass, ja, wenn du Lust hast, isst du halt, und wenn nicht, dann nicht. Und das ist halt dann sehr selten, aber ja, genau. Oder auch gar nicht. Also je nachdem, was halt dein Ziel ist, ja, dieses Ziel hast du erreicht, und wenn du das erreicht hast, auch unter schwierigsten Umständen, ne, wenn man brutalst verführt wird, dann würde man sagen, ja, okay, Veränderung ist nachhaltig gelungen. Das ist die Phase 6, da sind wir noch nicht, wir sind jetzt in Phase 5. Was ist jetzt Phase 5? Also jetzt geht es praktisch darum, wie du in Phase 6 kommst, und dann ist es erledigt, dann ist es geschafft. Phase 5 beschreibt eher als, man hat über 3 bis 6 Monate, also mehr als 3 bis 6 Monate, dieses Verhalten schon getätigt. Das ist so eine Faustregel von ihm. Und dann bist du in Phase 5. Das heißt, wenn du jetzt 3 Monate nicht Raucher bist, ja, dann bist du Phase 4. Ja. Wenn es jetzt mehr ist, wie gesagt, 3 bis 6, das ist so ein Spannbreite, kommt natürlich auch immer darauf an, ist das etwas, was du täglich machst. Ja, Rauchen zum Beispiel wäre auch was du täglich gemacht hast oder nicht gemacht hast. Ist es nur etwas, was du wöchentlich machst? Ja, also einmal die Woche laufen gehen, na, dann wird's mehr als 3 Monate dauern, so in die Richtung. Das heißt, das ist mal nur so als Faustregel. Ja, aber der Einfachheit halber sagen wir, okay, ja, du bist jetzt in Phase 5, du hast zum Beispiel jetzt 8 Monate lang nicht geraucht, oder seit 9 Monaten machst du täglich Yoga oder meditierst täglich, dann sind wir in Phase 5. Und wenn du da jetzt wirklich schon drinnen bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch hoch, ja, also wenn du es wirklich bis dahin geschafft hast. Also die meisten scheitern ja in Phase 1, 2, 3 oder 4. Ja. Das heißt, die allermeisten sind jetzt natürlich schon raus. Aber wenn du jetzt in Phase 5 bist, also da ist jetzt wirklich das Ziel nahe. Jetzt geht es eigentlich nur noch darum, naja, was ist, wenn ich zum Beispiel jetzt täglich Sport mache und dann habe ich eine Sportverletzung und darf ein halbes Jahr lang keinen Sport machen, oder zumindest nicht den Sport, den ich machen will. Ja, was ist nach dem halben Jahr? Und das ist jetzt die Frage, ob jemand in Phase 6 ist
oder in Phase 5. Wenn er in Phase 6 ist, dann wird er danach einfach wieder Sport machen, sofern es seiner Gesundheit gut tut. Also das ist jetzt mal vorausgesetzt. Wenn er eigentlich so gerade erst, also nur so Phase 5 war, dann kann es sein, dass er nach der Pause das vergisst, keine Lust hat, nicht mehr macht. Ja, sprich, da hat sich zwar was aufgebaut, aber nicht so stark, nicht so nachhaltig, dass es gelingt. Das Beispiel mit dem Raucher habe ich schon genannt. Jemand, der in Phase 5 ist, der würde sich vielleicht, wenn ihm die Frau wirklich wichtig ist, die er so attraktiv findet, verführen lassen. Jemand, der in Phase 6 ist, ist nicht verführbar. Wenn, dann würde er sich wirklich auf das freie Stück entscheiden und sagen, ja, boah, ich finde Rauchen total geil. Und so. Also, aber das hat er nicht gemacht. Also, das ist ein absurdes Szenario. Von der Idee her wäre sie wirklich, er ist nicht mehr verführbar. Das wäre Phase 6. Alles andere ist Phase 5. Das heißt, ja, und das war dann so irgendwie der Nachtrag auch, ich glaube, von Prohaska, um ein paar Leute zu beruhigen, ja, dann bleiben halt manche, dann geht es halt darum, in Phase 5 zu bleiben, so in die Richtung bei manchen. Und ist auch okay, ist ja auch legitim. Aber heute schauen wir uns an, wie können wir trotz all dieser Probleme von Phase 5 in Phase 6 gehen. Und jetzt nochmal ganz wichtig, diese Veränderungsmethoden, da geht es wirklich darum, wenn du das schon ein halbes Jahr machst, da geht es nicht darum, wenn du jetzt gerade angefangen hast zu laufen, diese Tools primär anzuwenden, sondern es geht wirklich darum, oder wenn du gerade einen Plan hast, irgendwann was zu machen, sondern es ist wirklich für diese Phase, hey, da hat sich schon eine Gewohnheit aufgebaut, die ist schon da. Und es gibt aber noch das alte neuronale Netzwerk. Und jetzt ist natürlich die Frage, okay, wie können wir uns im Hirn sagen, hey, bitte, das alte Netzwerk, ja, löschen können wir es nicht, aber sag dem bitte, es ist so unwichtig, das brauchen wir nicht, ja, das neue Netzwerk, das ist wirklich wichtig. Ein Faktor ist Zeit. Also je länger du was machst, desto eher ist es. Also du kennst es, wenn du wirklich halbtot krank bist irgendwie eine Woche und nicht mal Zähne putzen kannst, dann ist es überhaupt kein Problem, wenn du danach wieder gesund bist, dass du danach wieder Zähne putzt. Das ist nicht so, dass du sagst, boah, Zähne putzen, das habe ich jetzt schon so lange nicht gemacht, habe ich keine Lust. Das ist einfach über Jahrzehnte eintrainiertes Verhalten, das bleibt. Aber Problem ist eben beim Thema Alkohol, Rauchen oder anderen Themen, da ist es eben oft nicht so. Selbst wenn Menschen, ich kenne Menschen, die haben 3-4 Jahre nicht geraucht und dann zack, ging es wieder von vorne los. Das heißt, da muss man sagen, naja, 3-4 Jahre ist auch eine lange Zeit. Also da hat sich die Gewohnheit des Nichtrauchens, also im ganzen Alltag schon, hat die bis um 3-4 Jahre, also die hat schon alles erlebt, alle Jahreszeiten, alles erlebt, ohne zu rauchen. Ja, einige Trigger wurden schon verändert und trotzdem gelang es. Das heißt, ja, so einfach ist es nicht, das ist nicht nur die Zeit, das ist der eine Faktor. Der andere Faktor, wobei indirekt muss ich schon sagen, eine Vermutung für mich, ist das so eine Vermutung, kenne ich jetzt keine Studie dazu, ist, dass sich Menschen, bei denen diese Veränderung nicht so nachhaltig gelingt, unbewusst oder vielleicht auch bewusst immer wieder mit Rauchen, Alkohol, zumindest in ihren Gedanken beschäftigen. Und so das alte neuronale Muster zumindest aufrechterhalten. Verstehst du den Unterschied? Also die Idee ist, höre ich auf und beschäftige mich anderen Sachen, habe neue Hobbys und bin einfach ganz woanders. Und ich erinnere mich, stimmt, früher habe ich das mal gemacht, früher habe ich mal geraucht. Ja. Oder ist es so, dass ich mich immer wieder mal beschäftige mit Zigaretten oder mit anderen Rauchern oder vielleicht schaue ich sogar böse auf andere Raucher im Sinne von, hey, die tun was gegen ihre Gesundheit. Ja. Und dann beschäftige ich mich im Kopf verständlich damit und dann füttere ich natürlich das alte neuronale Netzwerk ein bisschen zumindest. Ja. Das ist nur eine Fantasie von mir oder eine Interpretation von mir, eine Vermutung von dem, was ich so kenne und weiß. Aber das ist nur mal so am Rande. Und da kann es natürlich sein, dass Zeit alleine nicht ausreicht, weil die Zeit an sich nicht wirklich die hundertprozentige Abstinenz ist. Kann aber auch sein, dass es noch ganz andere Faktoren gibt. Und dann macht es Sinn, dieses alte neuronale Netzwerk auch zu verändern und wirklich in Phase 6 zu kommen. Und wie machst du das? Der einfachste Mechanismus ist, sich bewusst dem Problem auszusetzen. Also nehmen wir an, du trinkst seit einiger Zeit, nehmen wir an, du warst, keine Ahnung, Ich nehme es zurück mit dem Alkohol, weil es da aber ein paar kritische Geister gibt, die das so nicht hören wollen. Bleiben wir bei den Zigaretten. Also rauchst seit einem Jahr nicht. So, und die Gewohnheit ist da. Jetzt möchtest du aber, dass du in Phase 6 kommst. Ne? Und dir ist vollkommen bewusst, du bist doch in Phase 5. Und dann ist die Frage, wo bist du am verführbarsten? Und nehmen wir an, da gab es so einen tollen Schuppen, da warst du vorher total gerne. Und da rauchen die ganzen Leute und da ist immer so richtig stickige Luft und ja, und du warst da total gerne oder das Flair gefällt dir und du bist einfach nicht mehr hingegangen, einfach um auch nicht zu rauchen. Und jetzt wäre die Idee, dorthin zu gehen, aber ganz wichtig, bewusst mit der Haltung, ich möchte mich dem alten Trigger aussetzen und nicht rauchen. Und da ist natürlich auch wichtig, gewisse Sicherheitsmaßnahmen zu setzen. Also wenn du das Gefühl hast, ui, das könnte scheitern, dann nimm einen Nichtraucherfreund mit, der dich notfalls rauszerrt. Ja? Kannst ihm auch 1.000 Euro geben und sagen, hey du, wenn ich mich nicht rauszerren lasse, das Geld gehört dir. So, um ein bisschen den Druck zu erhöhen. Also schau, also jetzt geht es nicht darum zu schauen, ob es gelingt oder nicht gelingt. Ja, das ist nicht die Idee, sondern sich bewusst auszusetzen mit dem absoluten Ziel, dass du Nichtraucher bleibst. Das heißt, die Frage ist, unter welchen Situationen, welchen Umständen bin ich am ehesten verführbar, das alte Verhalten wieder zu tätigen? Oder
also das Alter, wenn ich jetzt laufen gehe, wäre halt das alte Verhalten, nicht laufen zu gehen. Könnte auch sein, zum Beispiel, wenn du gehst laufen und machst es aber nur, wenn du zu Hause bist, ja, und wenn du jetzt im Urlaub wärst oder so, dann nicht mehr, und vielleicht befürchtest du schon, ui, jetzt wenn du in den Urlaub gehst, ja, dann könnte es sein, wenn du zurückkommst, dass du nicht mehr laufst oder dann 3 Wochen im Urlaub warst und da machst du das eben nicht. Ja, ist auch legitim, kann man auch machen. Und ja, das wäre auch so eine Möglichkeit. Und dann wäre auch da die Idee, na gut, dann mache ich es aber bewusst. Ja. Wenn ich jetzt schon ein halbes Jahr laufen gehe oder über ein halbes Jahr und dann fahre ich in den Urlaub, dass ich dann sage, okay, und jetzt werde ich mich bewusst dem aussetzen, ich werde vielleicht sogar bewusst dort gar keinen tollen Sport machen, ja, sondern nur in der Sonne liegen. Und wenn ich zurückkomme, ja, ganz klar, habe ich schon im Terminkalender eingetragen, ich werde wieder laufen gehen. Ja, also praktisch sich dem alten Verhalten, also hier ist es ein bisschen schwierig zu verstehen, weil da ist das alte Verhalten einfach nicht laufen, also kein Verhalten, aber auch das ist natürlich abgespeichert neuronal, und da wäre jetzt zum Beispiel Urlaub, da machst du das auch nicht. Umgekehrt, wenn das alte Verhalten Rauchen ist, geht es halt darum, sich auszusetzen, da wo ich Raucher war. Ja, die einfachsten Fragen, die du hier findest, ist, ja, welche Situation habe ich denn am liebsten, am gernsten oder am süchtigsten gemacht? Ja, vielleicht hast du es gar nicht gern gemacht, aber es ist wie automatisch passiert. Ja, also wenn jemand keine Ahnung, jedes Mal eine Zigarette braucht, nachdem er, oder nicht braucht, oder halt, es war halt immer so nach dem Sex, naja, dann wäre halt die Idee, hab Sex. Ja? Also, das ist jetzt eine bewusste Empfehlung von Maran Zefferer, einem Psychologen, habe Sex, um dein Problem zu lösen. Also, vorausgesetzt, das war der Trigger. Ja? Sonst natürlich nicht. Also, naja, du kannst natürlich auch Sex haben, aber es bringt dir, deinem Rauchen aufzuhören, bringt es dann nichts. Das heißt, da musst du wirklich schwerfällt, sich dem bewusst auszusetzen, aber mit Sicherheitsmaßnahmen. Also, man kann Freunde mitnehmen, man kann sich einen Alarm setzen, man kann verschiedenste Dinge machen, um die wirklich, es geht jetzt darum, sich auszusetzen und es zu schaffen, das nicht zu machen. Das kann man dann auch steigern. Ja? Man kann das dann öfters machen, man kann das länger machen, intensiver machen. Ich kenne einen, der hat ein Jahr lang schon keinen Alkohol mehr getrunken, und dem ist es echt gut gelungen, nur schwierig war es in der eigenen Herkunftsfamilie. Und da hat er dann immer so Fake-Alkohol getrunken, und irgendwann sind die draufgekommen und waren mega angepisst, weil das waren alles auch Säufer. Und dann ist er wieder rückfällig geworden. Ja. Und da muss man echt schauen, dass man sich den, also da gab es jetzt mehrere Probleme, Themen, die ja nicht so ganz ideal angegangen ist, aber da ist so die Idee, das kleinweise zu steigern. Ja. Also dann erstmal vielleicht nicht auf die große Familienfeier 3 Tage zu gehen, ja, sondern nur mal einen Abend. Ja. Und dann vielleicht mal einen Abend und eine Nacht oder so und so weiter und so fort. Und dann eben mit Partnerin, die auch das so sieht und so weiter und so fort. Ja, das ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit, um von Phase 5 in 6 zu kommen. Wenn du jetzt erst zu einem Anfang von Phase 5 bist, kann es sein, dass es noch zu früh ist. Ja, dann ist vielleicht besser, erst noch Trigger abschalten. Das war ja die Idee von Phase 4, das heißt, sich bewusst nicht auszusetzen. Ja, und merkst schon, dieses Phasenkonzept ist ein bisschen komplexer, das heißt einfach nur verändere dich. Vorher ist die Idee, meide Trigger, jetzt ist die Idee, setze dich bewusst aus. Aber wenn du am Anfang dieser Phase bist, ja, dann schalte diese Trigger ruhig ab. Eine Möglichkeit noch, das nennen wir im NLP Pre-Framing, ist die Idee natürlich auch, sich zu fragen, okay, was mache ich denn, wenn ich jetzt rückfällig werde? Und in der Regel ist es ja so, dass jetzt jemand sagt, hey, ich möchte mich wirklich verändern und so, und dann ist rückfällig, es ist ganz schlecht geframed, ganz schlecht konnotiert. Und das entscheidest aber du. Also ich frage das oft im Coaching auch, dass ich sage, okay, und das hört sich alles super an und so, und jetzt nehmen wir mal an, dir gelingt es nicht. Wie würdest du denn damit umgehen? Und wenn die Leute dann ehrlich sind, dann sagen sie sowas wie, bah, dann werde ich mir sagen, dass ich ein Versager bin und dass ich es wieder nicht gebackt habe und jetzt wollte ich doch endlich mal anfangen mit Sport und jetzt war ich wieder zu faul und ich bin eine fette Sau und so. Also das sind wirklich 1:1 Worte, die ich in Coachings gehört habe. Und dann ist meine Anschlussfrage meistens, okay, und wenn du so mit dir selber umgehst, würde dir das eher helfen, mehr Sport zu machen, oder würdest du das eher verhindern? Ja, oder würdest du dir eher helfen, nicht Raucher zu bleiben oder verhindern und so weiter. Also egal, was das Thema ist, dann würde ich einfach fragen. Und dann sagen die Leute alle zu 100% bisher immer, nee, das ist eher kontraproduktiv. Und dann sage ich, aha, okay, das heißt, für den Fall, ja, muss ja gar nicht passieren, aber wenn es passiert, dann wäre das sozusagen das absolut Blödeste, was man machen kann, es wäre sinnvoll, anders damit umzugehen. Dann sagen die Leute, ja, stimmt, okay. Und dann arbeiten wir auf Schritte, was wir machen können, wenn wir denn rückfällig werden würden. Gunther Schmidt nennt das so schön Ehrenrunden, wenn wir eine Ehrenrunde drehen. Jetzt sagen ja manche Coaches, ja, das kannst du nicht machen. Also jetzt, wir arbeiten hier an der Veränderung und jetzt sagst, drückst du dem auch noch rein, dass es vielleicht nicht gelingt, so in die Richtung. Das ist ja ganz blöd. Ja, Suggestion so in die Richtung. Nee, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Also die Wahrscheinlichkeit ist einfach gegeben, dass das passiert. Und wir arbeiten praktisch gleich auf beiden Wegen. Variante 1 ist, erfolgreiche Veränderung. Er wird nicht rückfällig. Super. Ja, kein Problem. Variante 2 ist,
es ist zeitweise erfolgreich, dann wird er rückfällig und dann haben wir auch eine Variante, damit die Wahrscheinlichkeit wiederum größer ist, dass er sich, dass er auf Schiene wieder geht und wieder das macht, was er eigentlich machen möchte. Und dann kann es manchmal sein, ja, dass man da längere Diskussionen hat, dass man sich länger, dass ich auch manchmal Stories erzähle, sehr bildhafte Geschichten, um dich wirksam zu machen. Aber jetzt für Selbstcoaching, was kannst du machen? Ne, du kannst dich vorher zumindest fragen, okay, wie möchtest du damit umgehen, wenn du rückfällig wirst? Ja, also das haut dich ja zurück eigentlich, ja, das haut dich ja fast schon wieder so in Phase 4. Ist aber vollkommen egal. Ja. Was nicht ganz egal ist, ist, wenn es dich zurückhaut und dann du vielleicht sogar in Phase 3 oder 2 zurückkommst, also ganz aufhörst mit dem, weil du dich so schlecht fühlst. Ja, also das ist der Klassiker bei Heißhunger. Leute nehmen sich vor, das nicht zu machen, schaffen es eine Zeit lang und dann schaffen sie es nicht und sie haben Heißhunger. Und dann fühlen sie sich so schlecht, dass sie im Geschäft noch mehr Süßigkeiten kaufen und dann essen sie noch mehr. Also irgendwie eh auch verständlich, aber so ist halt oft das Muster. Und da ist die Idee, hey, und wenn du mal einen Heißhunger hast, dann hast du halt mal Heißhunger. Dann hat irgendeine Seite von dir gesagt, scheiß drauf, ich muss diesen Zucker jetzt essen, scheiß drauf, ich brauche die Zigarette jetzt oder wie auch immer. Und die Frage ist erstens mal, kannst du es genießen? Und zweitens, das ist auch manchmal so, wenn man das dann macht und bewusst macht, dann merken manche Menschen, also ich kann mich erinnern, wie ich dann ganz lange gar keine Schokolade und Süßigkeiten gegessen habe und dann das erste Mal wieder so ein Zeug gegessen habe. Es war grauslich. Ja? Es hat überhaupt nicht den Geschmack gehabt von früher. Das war so bitter. Ja? Das hat ja so gut geschmeckt und dann auf einmal irgendwie ist es weg. Ja? Hätte ich dann zuckerreduzierte Schokolade gebraucht oder so. Und das ist mal erstens sehr spannend. Das Problem ist aber dabei, sage ich gleich dazu, wenn du es ein paar Mal machst, dann erinnern sich deine Geschmacksknospen wieder oder sie sterben ab oder keine Ahnung, was da passiert. Auf jeden Fall ist es dann so, dass es wieder so gut schmeckt wie früher, wenn du es oft genug nur wiederholst. Und hier ist die Idee, also das ist immer das Erste, aber das Zweite ist, dass man, wenn man sich dann vorher vorbereitet und sich eben vornimmt, nicht selbst zu geißeln, ja, sondern wirklich achtsam mit sich zu sprechen, zum Beispiel, hey, okay, eine Seite von mir, die wollte jetzt unbedingt das und ich habe das jetzt gegeben und war vielleicht auch wirklich stressig, das war eine einmalige Situation und jetzt machen wir es wieder wie früher, ohne großartig uns selbst zu geißeln, sondern einfach zu sagen, hey, okay, wir hatten die Situation, ich habe es teilweise auch genießen können, teilweise vielleicht auch nicht und jetzt machen wir wieder weiter. Und das ist viel, also das ist schwer, aber es ist viel leichter, wenn du dir vorher, bevor es passiert, das ist ganz wichtig, wenn es danach ist, das ist schwierig, wenn es davor, bevor es überhaupt passieren könnte, du dir schon überlegst, wie möchtest du damit umgehen. Ja, das sind meine zwei oder drei Haupttipps in Phase 3. Also Tipp Nummer 1, setz dich bewusst dem Problem aus, aber mach Sicherheitsvorkehrungen. Tipp 2, ja, am Anfang der Phase kannst du erstmal die Trigger abschalten, bevor du dich aussetzt. Und Tipp Nummer 3, nutze Pre-Framings, sprich, schau, dass du wirklich dir einen Plan zurechtlegst, was du machen wirst, wenn du scheiterst, damit das Worst Case nicht noch viel schlimmer wird. Ja, das ist es im Wesentlichen. Natürlich kann auch die Macht der Gruppe hier unterstützen, kann aber auch sein, dass das nicht mehr ausreichend ist. Ja? Weil es ja, wie gesagt, dann darum geht, um in Phase 6 zu kommen, geht es ja dann darum, okay, was passiert, wenn du eben nicht deine Peers hast, sondern andere Peers, die um dich sind, die das negatives Verhalten dir spiegeln und naja, wirst du dann verführbar oder nicht. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß. Jetzt hast du alle Phasen durch. Wir haben in Folge 224 haben wir mal kurz einen Rundumschlag gemacht und jetzt diese und die letzten 4 Folgen haben wir uns die Phasen im Detail angeschaut. Ich hoffe, es hilft. Ja. Wenn du dich veränderst oder verändert hast, schreib mir gerne. Ich bin immer interessiert an Erfolgserlebnissen. Ich kriege immer wieder E-Mails und freue mich dann sehr, wenn mir für mich gefühlt wild fremde Menschen schreiben, hey, mir ist da was gelungen. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß dabei und bis irgendwann mal. Ciao dir. Tschüss. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann empfehle ihn doch weiter. Wenn du mehr möchtest, schau in meiner Telegram-Community t.me/selbstbeeinflussung vorbei. Wenn du wirklich noch mehr möchtest, komm zu meinen kostenfreien Webinaren, die sind in den Shownotes verlinkt. Oder vielleicht möchtest du dich auch im NLP von mir persönlich ausbilden lassen. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes.